Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist Eugen. Wir wollen heute unsere Akkupanelplatten hier dran machen, an diese Wand. Das Besondere dabei ist, hier soll noch ein Fernseher dran und wir werden hier eine Platte vormontieren. Man hat ja immer das Problem, die Steckdosen sind unten, der Fernseher oder wie auch immer ist oben. Wie kommen wir mit den Kabeln dahin? Wir werden hier eine Wand bauen aus unseren Akkupanelen und werden die Kabel hinter der Wand verstecken. Los geht's! Erster Schritt, wir beginnen mit der Unterkonstruktion. Wir haben uns 40-60 Latten besorgt, haben die auf Maß zugeschnitten. Wichtig ist dabei zu beachten, wenn ich hinterher was befestigen möchte, so wie den Fernseher hier, die Streben dahin zu machen, wo man hinterher auch die schweren Teile montieren will, dass wir direkt in die Unterkonstruktion befestigen können. Jetzt haben wir die Unterkonstruktion zusammengeschraubt, halten die an die Wand. Bohren die Löcher mit dem Holzbohrer alle vor. Danach gehen wir mit dem Steinbohrer nochmal durch die Löcher durch, damit wir das an der Wand anzeichnen können. Nicht mit dem Holzbohrer, der wird sonst stumpf. Für die Montage in der Wand nehmen wir einen 8er Steinbohrer, weil wir auch später einen 8er Dübel verwenden werden. Weiter geht's mit den Akustikpaneelen. Zum Kürzen der Akustikpaneele verwenden wir eine Tauchsäge mit Schiene. Man kann auch eine Handkreissäge nehmen. Wichtig ist, dass die genügend Zähne hat, also dass sie nicht ausreißen. Und wir sägen am besten auch von hinten. Das kommt darauf an, in welche Drehrichtung die Säge sägt. Bevor wir jetzt die Paneele anbringen werden, streichen wir unsere Holzlatten in der Runde einmal weiß, weil die werden hinterher sichtbar sein. Planeo für die Küre. So, für die Aussparung eignet sich am besten eine Stichsäge. Man kann aber auch eine Handsäge nehmen, das geht genauso gut. Der Filz, der lässt sich problemlos mit einem scharfen Cuttermesser schneiden. Jetzt, wo die Paneele passen, können wir die mit unserem Montagekleber an die Wand kleben. Wir benötigen etwa eine halbe bis dreiviertel Kartusche Kleber pro Paneele. Ja, und so gehen wir ebenfalls bei den anderen Paneelen vor. Ausklinken, ankleben und so weiter.
Kleiner Tipp, wenn ihr Teile in der Mitte ausklinken müsst oder wie Steckdosen oder andere, also mitten im Panel, dann müsst ihr darauf achten, wo die Tacker sitzen. Die sind ja alle 30, 40, 50 cm getackert und da muss man natürlich die Stäben festhalten. Und anschließend an den Stellen, wo man ausgesägt hat, wieder mit dem Tacker das Filz befestigen. Die Fläche ist soweit fertig. Kleine Kabel wie diese von unserem LED-Band könnt ihr in die Zwischenräume verstecken und dann euch Filzstreifen zuschneiden, wie wir es hier gemacht haben, aus den Resten und die von oben halt verstecken. Das LED-Band ist selbstklebend und braucht nur aufgeklebt werden. Nun kommt die Abdeckplatte. Diese richten wir jetzt aus und befestigen die an unserer Unterkonstruktion. Zum Schluss nur noch die TV-Halterung anbringen. Hierbei achten wir auf die Streben der Unterkonstruktion, damit die Halterung fest sitzt und den späteren Fernseher auch trägt.
So, wir sind mal wieder am Ende angekommen. Ergebnis lässt sich sehen. Sehr schön geworden. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns an, schreibt uns und so weiter. Bestellt euch kostenlose Muster. Wir haben auch ganz viele andere Farben. Ja, ansonsten abonniert unseren Kanal. Bis demnächst.